White Russians mit Rizinusöl für die Einleitung oder Ausleitung. Also, damit die Scheiße aus dem Hirn nachrutscht und so, um nach Malmsheimer zu reden. Wisst ihr ja schon Bescheid, bei uns geht's immer so rund, bla bla bla, wie auch immer. Wir sind wieder frisch dabei heute mit der Session 15 in der Episode 3. Wir haben sie genannt, oder ich habe sie genannt, mit dem Nähkästchen plaudern. Warum? Das werdet ihr sehen. Wie immer an der Stelle, jetzt auch im Intro an der Stelle, ja, wie immer, genau jetzt, hier im Intro, kommt ein kurzer Recap, was eigentlich beim letzten Mal passiert ist. In der letzten Folge ging es darum, dass die beiden Damen unabhängig voneinander etwas an Legwork verbreitet haben. Warum eigentlich verbreitet? Sie haben sich darum gekümmert, um mehr Informationen ranzukommen. Billy war mit Vicky unterwegs und hat sich um einen BTL-abhängigen Brandon Task-Fan gekümmert. Wie eigentlich unser Spielleiter auf Brandon Task gekommen ist und unsere Flumse, das müsst ihr sie mal beide in einer stillen Stunde fragen, warum das so gekommen ist. Dann werden die euch vielleicht Auskunft darüber geben, warum Brandon Task und von welchem Real-Life-Gedöns er abgeleitet ist. Weiter ging es dann mit Jojo, die sich im Endeffekt von der kleinen Vicky einen Auftrag abgeholt hat. Also Vicky hat gesagt, sie müsste sich unter irgendwelche Autos legen. Das hätte ich ihr schon dreimal nicht geglaubt. Also Billy hätte ihr das nicht geglaubt. Die hätte was ganz anderes wieder gesagt. Aber ich glaube, unsere Flumse hat sich gedacht, komm, lass die Alte nicht so viel labern. Mach wat, schaff wat für dein Geld. Du willst ja auch daran kommen. Also hat sich die Flumse mit irgendeiner Tante getroffen, die wohl mit einem Generalsekretär am Gerichtshof von und zu Moskau verheiratet war oder lediert war oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat sich die Flumse mit der getroffen, hat über die Makarov, unsere Trollin, die später erst zur Trollin wurde, Informationen abgeholt, weil sie auf unserem Radar ist als brutale Gewaltverbrecherin und Knochenbrecherin. Was dabei rauskam, das konnte ihr beim letzten Mal schon hören. Und heute geht's in der Session mal wieder zusammen weiter. Die beiden Damen unterhalten sich lange miteinander, müssen sie ja auch, weil eine Stunde oder so irgendwas, ne? Also im Großen und Ganzen geht's um Fluff und weiter planen, weiter Pläne schmieden, weiter schauen, wo es lang gehen soll. Und das bekommt ihr jetzt auf die Ohren. Viel Spaß! Ihr müsst jetzt nicht schweigen. Oh, wir haben jetzt Angst vor dir, Alter. Ja. Also wir haben beide so einen kleinen braunen Streifen jetzt in der Hose. Musst du zu... Und schon mindestens zwei Flaschen Bier intus. Was? Du? Nee, ich nicht. Nee, ich auch nicht. Bier auch nicht. Ich möchte gerne welches. Egal. Wie gesagt, mach dir mal weiter und ich mach mir Essen und bin gleich da. Wie wäre es mit warmem Sperma? Um dich vom Wochenende zu zitieren. Sperma. Wir spielen ja auch wieder. Ja. Hab gute Laune, gefälligst, wenn du zurückkommst, sonst dreh dich hier hin. Die Nasenwirbel. Ich glaube, die ist schon weg. Macht nichts. Lustig war es trotzdem gedacht. Dachte ich jedenfalls. Spiel's raus. So. Herr Spielgeleiteter. Ei, ei. Wo sollen wir denn dann ansetzen, wenn sie schon sagt, wir sollen ansetzen? Ja, Montagabend oder Dienstag. Ich hatte ja quasi sonntags nichts mehr vor, ne? Also ja, du warst ja, ziemlich zeitig fertig, genau. Ne? Dann war Billy am Sonntag noch AR. AE? AE? Nee! Wirr. Ja, wirr. Wirr. Wirr im Kopf, alles klar. Wirr. Für kleine Penisse, die machen nicht drrr, die machen wirr. Okay, kenne ich mich aus. Komisch, irgendwie komisch, aber trotzdem. War Billy VR, um zu schauen im Data Haven, was denn Sache ist. Zeige mich mal her, hier, deine Programmierung. VR, dann warte mal, muss ich mal Charakter, ich müsste 10 oder sowas haben, ne? Ja, das sind 10. Ich glaube 10, ne? Ja. Oh, ist ja schön! Haben wir jetzt eigentlich eine Testaufnahme gemacht, ne? Nein. Okay. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Scheiße. Vielleicht sollten wir gleich nochmal gucken, nachdem du gewürfelt hast. Nee, jetzt warte, jetzt hast du mich rausgebracht. Jetzt kommt auch schon meine Pelle wieder heim. So, wir hatten gesagt, eine Probe auf Data Search, ne? Haben wir gesagt? Sie. Wer ist, bitte. 10, jo.
Moment. Ja, habe ich dir mal 3 Erfolge hier geschmeidig hingelegt. Geschmeidig auch noch. Also was soll ich denn da noch sagen? 3 Erfolge. Zärtlich. Zärtlich. Sehr zärtlich wie ein Babybobo. Sehr, 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 sehr schön? Nee. Also wundes rotes Fleisch hast du mir jetzt hingepackt. Alles klar, Pussy, uff. Also. Für 300 kriegst du die Pläne inklusive Stromnetz, was wohl da unterirdisch verlegt ist, weil so viele Lagerhäuser und so und ehemalige Wi-Fi-Leitungen sind ja da auch drin und so ein Geschirrsel. Wi-Fi-Leitung, willst du verarschen? Kennst du die guten? Hier, ich hab ein Wi-Fi-Kabel auf eBay vertickt für 50 Euro den anderen Tag, ne? Scheiße. Die Wi-Fi-Leitung, kennst du die nicht? Ey, üble Wi-Fi-Leitung hier. Hast du aber... Das ist eine UMTS-Wi-Fi-Leitung, Mann. Die brauchen das. Nee, das ist doch alles schon LTE mittlerweile. Ich habe gesagt UMTS-Wi-Fi. Das ist aber 3G bloß. Das ist vor allem eine Leitung. Das ist von vorn bis hinten falsch. Von daher, nein, aber die Matrix-Anbindung durch Leitung. Also Glasfaser. Richtig. Für 300? Für 300 Ocken. Ja, Alter. Billy zieht sich mal für 300 Ocken. Geil. Also Kanal und Kanal und Leitung. Und drumherum, genau. So, das ist ja. Wie alt? 3 Erfolge. Na, 2 Monate. Ja, das passt, das ist gut. Das ist klasse, da lasse ich mir die 300 gefallen. Und ich muss mir noch abziehen, warte mal, ich habe noch nicht abgezogen. 300. Ach, scheiße, was ist das denn? 300 jetzt für die Pläne und das letzte Mal haben wir gesagt 1000, warte mal, die 550 für einen Silencer, ne, 500 für einen Silencer, ne? 920 und insgesamt nochmal. 920 insgesamt, jetzt muss ich mal rechnen hier. Ja, alle, habe ich mir abgezogen, das ganze Zeug. Gut, ich nehme an, die Pläne, ne, eigentlich brauchst du ja bloß 100 abziehen, weil ich ganz stark davon ausgehe, dass die anderen beiden 100 dazulegen werden. Ich habe mir jetzt mal 300 abgezogen, wenn die anderen beiden mich reimbursen wollen. Aha, ich fange schon wieder an. Wenn die beiden mich irgendwie dafür ausgleichen wollen, dann werde ich natürlich das dankend annehmen, aber ansonsten ist mir das scheiße. Egal. Das ist mein Job. Richtig, richtig. Okay, okay, boy. Yeah, boy. So, und das Zeug hatte ich eigentlich gekauft, habe ich gesagt. Und dann war ich noch am Orlovsky-Porn downloaden. Das klingt eigentlich so gut. Also das ist, es ist auf jeden Fall eine wahre Filmografie. Ist nichts Besonderes. Manches mit Handlung, manches mit weniger viel Handlung, nichts mit Stroh. Nichts mit Orks, Trollen und Zwergen. Aber ansonsten, und nichts mit Tieren und Kindern, aber ansonsten hast du schon einen ziemlich guten Schnitt. Okay. Und also die ist quasi vielseitig gewesen. Gibt's einen Orlovsky Fanclub? Nee. Schade. Schade. Gut, dann. Also es gibt keinen öffentlichen, vielleicht gibt's ein paar Jugendliche, die sich da austauschen beim Kekswichsen oder so, aber. Jesus. Nimmst aber auch wieder mal gar nichts für heilig, oder? Was? Das heilige Kekswichsen und seine Statuten? Natürlich. heiliges Kekswix. Und einen heiligen Kekswix gib uns heute und vergib uns unseren Pass. Denn wir auch essen Kekse, wenn sie besudelt sind. Denn dein ist der Keks und die Wix und die Heiligkeit in Ewigkeit. Spritz. Nicht Amen. Gut. sogar meine Perle lacht gerade. Die kam gerade rein, als ich das aufgesagt habe. Und die lacht. Gut. Also dann finde ich über die Orlovsky nicht so viel raus. Dann habe ich im Endeffekt nur noch den Jaschow im Smoker, oder war das jetzt die Jaschow im Smokers Club auf der Linse? Ich guck kurz nach, was du da hattest. Ich glaube, das war schon Jaschow und es war ja am Ende doch ein der. Ich halte mich da bedeckt und vertraue dir da vollkommen. Ja, nachdem 400 Mal hin und her war es dann, glaube ich, sogar ein der geworden. Ja, supi. Das heißt, ich kann meine weiblichen reinzulaufen lassen, ja.
Wenn er der Typ dafür ist und die Situation angemessen, könnte das unter Umständen funktionieren. Ja, wunderbar. 24 hattest du gesagt. Ne? Sowas in die Richtung. 25, genau. 25, okay. Ist ja ein großer Unterschied, wie du weißt. Ah, ja, das eine, ja, das macht's aber auch aus. Da kommen ja die ganzen, ne, also an unsere Zuhörer, wenn du von 24 auf 25 wirst, dann kommen ja nochmal ganz besondere Sachen. Der Initiationsritus beginnt dann und du wirst die Klippe runtergestoßen mit verbundenen Augen. Und ach nee, das war mein Club. Moment, das ist wieder, Entschuldigung. Skull and Bones. Hä? Das, was tust du? Kein Alkohol. Wovon sprichst du? Was ist los? Ah, Conspiracy. Verschwörungstheorie, macht nix. Ich könnte ja dann eigentlich, du hast gesagt, samstags hat er nicht offen, aber sonntags hat der offen. Das heißt, sonntags würde ich doch garantiert den Jerschow im Club antreffen. Und guten Appetit, Flumse. Ja. Ich würde dann jetzt quasi doch mal schauen, ob ich in den... Komme ich in den Smokers Club ohne Probleme? Ja, also zu 80% schon. 80% schon und dann brauche ich eine Sinn, um zu bezahlen, meinst du? Ja, so eine Sinn, um zu bezahlen, wäre auf jeden Fall ein Plan. Oder du lässt hast dich nicht einladen. Vor, etwas zu kaufen oder lässt dich einladen. Aber es ist ja dort nicht zwingend nötig, dass man sich dort was kauft. Das ist ja auch, wenn man ein Tabakgenießer ist und sich vorher was zulegt und dann dorthin geht, stört das keinen. Du darfst sogar, pass auf, weil ich so nett bin, die Toilette von dem benutzen, auch wenn du nichts käuflich erwirbst. Ha? Ha? Aber nicht ha? Die Hände waschen. Nee, ja, das wirkte vielleicht komisch. Kurz. Ja. Das ist das Problem für Billy immer, auf welche Toilette sie geht. Ne? Hat man ja schon lange immer das Thema. Für was hast du eigentlich ein Soundboard, Junge? Ich hab's nicht schnell genug aufmachen können. Das ist jetzt aber traurig. Das tut mir auch sehr leid. Ich hoffe, du wirst mir irgendwann verzeihen können. Nee, dann wird doch Billy jetzt mal sich in den Bumsbulli setzen und in die Gegend losfahren. Und schauen, ob der Meister würfelt und dann ich von der Polizei angehalten werde. Schlimm. Gut. Also, warte. Oh, einfach mal irgendeine Anzahl Würfel in die Hand genommen und irgendwas gemacht. Oh, da gerade nochmal. Also, das war ganz schön knapp unter Umständen. Bist du da? Nee, ist überhaupt kein Problem. Du fährst da hin und die Polizei ist andernorts eher gerade im Einsatz. Nämlich dort, wo vermutet werden könnte, dass zwei rivalisierende Gangs sich ordentlich auf die Fresse hauen und Leute leben, die die Polizei noch in irgendeiner Form interessiert. Nicht Mensch, dort. Habe ich ja keine Ahnung, von was du gerade redest. Das ist gut. Und von außen ist das Ding ziemlich unscheinbar. Aber wenn du reinkommst, ist es ziemlich bewölkt. Nee, also du hast da sehr bequeme Sitzmöbel überall. Also es gibt überhaupt nicht an der Bar zum Beispiel, die es ja tatsächlich da gibt, gibt es überhaupt keine Barhocker. Das ist viel zu unbequem. Ausschließlich Sessel und Couchen und Kissen und so ein Gedöns. Schwummeriges Licht, ordentlich Rauch, wie sie es hier hört. Nicht so viele laute Gespräche, eher immer so gedämpfte Stimmen und alles ruhig und entspannt und ne? Leichte Jazzmusik wahrscheinlich, ne? Leichte Jazzmusik. Sehr schön. Ja, ich weiß ja, wie der Jerschow aussieht, ne? Ja. Durch die Akte. Das ja. Heißt, ich werde mich mal, ist da was frei, wo er sitzt? Sag einfach ja. Nein. Echt? Ja, ja, schaut auf Comlink und ist offenbar... Er ist ja ganz gechillt, deswegen stört es ihn anscheinend nicht sehr, dass er da noch alleine sitzt, aber er scheint auf jemanden zu warten. Scheint auf jemanden zu warten, so, so. Mhm. Ist da irgendwas in der Nähe frei, sodass ich mich nicht direkt zu ihm setzen kann, aber so, dass ich quasi in seinem Blickfeld bin, wo ich ihn so, ich sag mal, ich stell dir jetzt einfach vor, ich sehe wirklich wie Billy aus und nicht wie ich aussehe tatsächlich als Spieler. da geht mein Hörnchen, danke schön. Ah, da ist es gegangen, jetzt meinst du? Weg. Ja. Kommt nie mehr wieder. Nie mehr. Und da ist es zu spät. Ja, ich würde mich dann so setzen, dass ich quasi in seinem Blickfeld mich platziere, aber nicht plump direkt zu ihm setze, nachdem man dann sitzen abfahren. Okay. Also, dass ich an einem Einzeltisch sitzen würde quasi. Ja. So. Und dann in seinem Blickfeld und darauf hoffe, dass seine Perception mich wahrnehmen wird.
Seine Perception percepted dich. Ich stolziere ja quasi da mal, ne? Sein Blick gleitet auch über deinen Körper. Allerdings scheint das nicht viel auszulösen, wenn du verstehst, was ich meine. Dagegen der Barkeeper, ne? Der scheint eher in irgendeiner Form interessant. An mir? Nee, oder ich? Für den Typen. Herrschaft und Barkeeper. Also der Herrschaft, der hat richtig Bock. Auf den Barkeeper? Sichi. Das machst du jetzt aber bewusst, ne? Mich da hast du was gegen Schwule oder was? Ha? Nee, du bist Trainer, hast was gegen Schwule? Du bringst mich hier in... Hammer, ich fresse hier, wenn du redest mit mir. bringst mich jetzt hier in eine prekäre Situation, würde ich sagen, einfach nur. Nichtsdestotrotz, der Barkeeper ist auch schwul? Dann habe ich das gerade das zweite Mal fehlformuliert. Jerschow interessiert an Barkeeper, Barkeeper interessiert daran, Dinge zu verkaufen. Ach so, also der kümmert sich nicht weiter um die geschlechtlichen Merkmale und möchte eigentlich gar nicht geschlechtlich irgendwie aktiv werden. Zumindest anscheinend gerade nicht. Mhm. Aha, dann setze ich mich doch jetzt mal dahin. Und warte den Dingen. Nee, ich habe ja gesagt... Ach so, zu dem, wo du gesagt hast. Ja, okay, klar. Ja. Hm, du wartest den Dingen, alles klar. Weißt du, das Gute ist, an so einem Ort brauchst du keine Gebräucheprobe, weil das ist... man versucht irgendwie so einen gewissen Stil aufrechtzuerhalten und auch wenn, also das nicht hundertprozentig vielleicht Billys Ding ist, es ist halt irgendwie schon eher deins, das passt irgendwie. Es sind auch schon einige Leute allein da, die auch allein bleiben wollen offenbar, die da einfach diese Atmosphäre genießen oder irgendwelche Tabaksorten, die es vielleicht noch dort gibt und so weiter. Das ist halt, ne? Ganze. Yashi, die geile Sau. Mhm. Sitzt da noch ungefähr 35 Minuten, ungefähr 35 Minuten, 17 Sekunden um den Dreh, so ganz grob. Und eine halbe Stunde. Und wird dann aber auch aufstehen und gehen. Oh. Ja, wo gehen Sie denn? Ja, ich gehe mal davon aus, dass das nicht in-game war. Nee, das war nicht in-game, nein. Ja, wohin laufen sie denn? Das kennst du nicht mehr, ne? Egal. Dann... was hat denn der für einen Comlink? Fange ich doch mal so an. Man muss ja seine Stärken aus... Ich bin ja so ein One-Trick-Pony, ich muss ja meine Stärken ausspielen. Was hat denn der für einen Comlink? Erzähl du es mir. nee, der hat einen Standard-Lohnsklaven-Comlink, also das ist nicht sein Arbeits-Comlink, aber es ist halt das, was man sich leisten kann, nichts besonders Tolles, das, was du schon sehr oft mit Leichtigkeit, mit geflügelten Schwingen auseinandernehmen konntest. Och, dann möchte ich doch mal einen Einblick in seinen Terminkalender haben. Bla bla bla, oh, wir haben krass gewürfelt, oh, du hast dich fett eingehackt, und zwar sein Terminkalender. Mann, war das episch. Boah, das musst du mal rausschneiden. Ah, ja, Mann, das, Mann, da hat man gerade aber sowas Mann. Von einem Leck, oder? Also der Leck eben gerade. Schade, dass ich so Scheiße, tue, das war der beste nicht... Hack, den wir je hatten. Oh. Das kommt nie wieder vor. Besser als also, die Texte. Sein Terminkalender besagt außerhalb der Arbeit, dass er sich heute da treffen wollte, dass er morgen unbedingt, pass auf, Spülmittel, Lotion, Toilettenpapier, drei Flutschi? Schwämme, nein, kein Flutschi, Schokoladenpudding und rote Grütze einkaufen muss. Okay, sehr informativ, doch. Ungefähr so ist der Rest des Terminkalenders. Also es sticht nichts raus. Ja. Letzte Nummer, die er angerufen hat? Ja, hast du. Hiermit. Name, der darunter steht, lautet Right Side Fred. Nee, Kira. Kira. Es ist aber auch wieder so ein Name wie Kim. Nicht zu verwechseln mit dem Frischkäse. Oder Ki Royal. Auch das. Ja, scheiße. Das war ein Satz mit X. Total unnötig. Das hat der sich bestimmt auch gedacht, du. Ja. Er streicht übrigens seinen heutigen Termin
jetzt quasi in der To-Do-Liste ab. Der war aber alleine da. Ja, der hat offenbar auf jemanden gewartet. Dieser jemand kam nicht. Dieser jemand wurde zwischendurch von ihm angerufen. Das war Kira. Ah. Und dann ist er abgezogen. Die alte Schlampe hat nicht mal zurückgerufen, du. Akira kam nicht vorbei, Mensch, das ist aber... Alter. So ein Scheiße. Was denn? Okay, er geht zum Monorail-Stationsdingens. Ich folge ihm unauffällig. Du folgst ihm unauffällig, dann zeige mich mal bitte Intuition und Sneaking. Sneaking! Ich sneak dir mal. Cat-like! Ja. Intuition, nicht Geschick? Na, bei Beschatten habe ich immer Intuition genommen. Ist das nicht sowieso okay. Bei dir egal? Du hast ja bei beiden 4, oder? Geschick, warte mal, Moment. Geschick habe ich 4 und Intuition habe ich 4. Ja, hast du recht. Jo, ist egal. Jo, dann 9, ne? Oh yeah, 4 Erfolge. Du geile Sau, ey. Ja, er geht zur Monorail-Station, er kaut Kaugummi, er trinkt ein wenig Saft aus seiner Umhängetasche. Er sieht er drauf ein Kippchen. Aus? Nö, gar nicht. Nee, ich meine so Langzeiterscheinungen von, Das meinst du. Jo. Mama, Wahrnehmung und Logik. Ich meine, wie lange arbeitet er jetzt in der Kaschemme, ey? 3 Jahre. Ja, 3 Jahre, Alter. 3 Jahre, wenn du 3 Jahre auf dem Zeug drauf bist, ey. Uiuiui. Echt mal, oder? Ich meine, da ist... Also Intuition, was hast du? Intuition und... Wahrnehmung und Logik, aber es ist ach, immer Wahrnehmung. Irgendwie dasselbe. Nee, Moment, Wahrnehmung? Was habe ich in Wahrnehmung? Ich habe Wahrnehmung gar nicht aufgeschrieben. Wahrnehmung? Da hast du Wahrnehmung, Junge. Wahrnehmung? Perception vielleicht bei dir? Ach ja, klar, ich hab's ja in der Englisch wieder, ne? Ich muss ja immer so extravagant mit meinen... 4 und Intuition. Okay, 4, 4, 8. Das ist eine abnehmende Probe hier, was ich mache. Was tust du schon wieder? Wieso? Du redest so viel komische Dinge, die mich verwirren. Alter, komm jetzt hör auf, ey. 5 Erfolge, das ist doch am Limit, oder? Keine Ahnung, was hast du für ein geistiges Limit? Geistiges Limit, scheiße, dann hatte ich doch irgendwo, wo habe ich denn? 6 offenbar, schreibt Flummi, und die kennt deinen Charakter auswendig, Junge. Was, ich habe doch kein geistiges Limit, echt habe ich ein geistiges, mentales Limit von 6. Warum kennt die mein, warum hat die überhaupt mein Charakterblatt, die Wutz? Die hat dein Charakterblatt nicht. Die weiß das weiß trotzdem. Die das einfach, die ist krass. Die ist einfach krank, Alter, die ist wahnsinnig. Richtig also krass, gut, du bist noch nicht krass. Jans am Limit quasi. Ne. Ja. Ich glaub, ich 5, ja. So, Wahrnehmung 5 Erfolge hast du gesagt. Junge, hast das nächste TS-Tool auch schon wieder gehackt. Da muss ich ja lächeln. Gut, pass auf. Jo. Man erkennt schon Dinge. Und zwar zum Beispiel eine sehr fahle Haut. Die Augen wirken extrem trübe und ziemlich rot gerädert. Nicht? Des Weiteren. Er sieht halt einfach relativ schlaff aus. Ich meine, das sieht jetzt nicht aus wie der Tabakkater, den er da drin abbekommen hat, sondern das sieht irgendwie, oder der Nikotinkater eher, sondern das sieht aus wie, ja, als würde er halt 72 Stunden die Woche durcharbeiten und dann einfach nur noch einen Tag komplett wach sein und dann durchpennen den Tag lang. Also das ist schon, man sieht jetzt nichts Spezielles, aber er sieht nicht aus, als wäre er 25 und in der Blüte seines Lebens. Mach mal den Tuckern von deinem Fenster weg oder was auch immer da los ist, wieder bei dir. Scheißen Dreckvögel, Alter, schnimm jetzt die Schrotflinte, du. Ja, Konfetti. Also eigentlich nichts Besonderes im Endeffekt so, der ist halt verkackt. Ich so, mein, Alter, jedes Mal derselbe Rotz. 3 Jahre auf Longhaul, Alter, da bist du doch echt gefickt, oder? Jetzt mal ohne Witz. Naja. Mit Sicherheit kann das nur eine persönliche Studie sagen. Ja, also auf der Packungsbeilage von Longhorn steht, das ist überhaupt kein Problem. Langzeitstudien, alle gemacht. In der ersten Sekunde, wo es das Medikament vor vielen, vielen Jahren zu kaufen gab, gab es schon eine Langzeitstudie von 15 Jahren, überhaupt kein Problem. Kannst du den jeden Tag fressen, also nicht direkt nacheinander, irgendwann musst du mal einen Tag schlafen, aber geht. Kannst du... Passt überhaupt kein Ding. Mhm. Warum? Mein Schlafregulator funktioniert ja auch. Ja.
Wunderbar. By the way, Meister, bevor du es vergisst, ich vergesse es nämlich nicht und Billy vergisst es deswegen auch nicht. Wenn die Monorail-Station, wenn der so weit fährt, dass er auf den Fleischer-Turf kommt, ne? Hupft Billy vorher raus. Sie. Gut. Ja, also da er jetzt nach Hause fährt, wird das auch passieren. Der wird eine Weile fahren, dann wird er weiterfahren als du. Gut, Billy wird nicht folgen, aber wird weiterhin draußen bleiben und Comlink technisch gucken, was zu Hause abgeht. Mhm. Ob ich noch irgendwas, keine Ahnung, vielleicht passiert noch irgendwas Interessantes, wenn nicht nach einer, was weiß ich, wenn er zu Hause angekommen ist, na ja. Ja, also du hast ja noch ein bisschen Zeit. Du kannst ja zwischendurch mal gucken, was so abgeht mit OW. OS meine ich, genau. Der ruft noch ein paar Markierer an und die blöde Kuh lässt einfach mal irgendwas durch die Gegend fallen. Also das ist wirklich unverzeihlich. Ruft nicht zurück. Blöde Kuh? Ist das eine Frau? Kira? Ja. Ja. Bitte, okay. Also keine Ahnung, ich habe das bei russischen Mädchennamen gefunden. Deswegen bin ich relativ sicher, dass das ein russischer Mädchenname sein könnte. Klingt für mich so asexuell. Ach so, es ist offenbar eine Frau. Okay. Die ruft nicht zurück. Er beginnt dann sich darum zu kümmern, dass die Leute, jetzt muss ich gucken, ob das stimmt, ja, dass die Leute ihr Longhaul, er muss das Longhaul abholen für Donnerstag, Freitag, Samstag für die Leute und dann dort mit hinbringen am Donnerstag. Dafür ist er offenbar zuständig. Das heißt, er muss dann den Schriebs quasi nur noch virtuell unterzeichnen, mit Daumenabdrucksgeschissel, den geht er zur Apotheke und holt den Mist. Okay. Also das hat er sich dann für morgen in seinen Terminkalender eingetragen, das dann abzuholen. Ist die Apotheke auch dort in der Nähe, wo er häuslich ansässig ist, oder ist es nicht auf dem Fleischer-Turf? Es ist dort. Okay. Und dann fängt der mit Drogen gepackt, vollgepackt, fährt er dann los. Ja, es sind ja keine Drogen. Also ich meine, es ist ja nicht mal, du brauchst nicht mal ein Rezept dafür, du kannst es einfach so kaufen. Longhaul ist absolut legal. Es ist wie Aspirin im Wesentlichen. Alles, warum er das überhaupt unterschreibt, ist, damit das vom Arbeitgeber bezahlt bekommt. Ja, verstehe. Okay, gut. Ja, nee, dann Billy calls auch, also nennt es auch einen Tag und wird dann nach Hause, also erstmal den Bumsbulli natürlich abholen und dann nach Hause tuckern. Sich hinschmeißen, bis auf den nächsten Tag warten und dann wird sie gucken, ob Jojo sie zuerst anruft oder Jojo angerufen wird von Billy. Entschuldigung. Nee, ich sag's ja nur, das hat jetzt nicht gesagt, dass du das hättest machen sollen. Und ab und zu benutze ich meine Stimmbänder witzig, um einfach die zu trainieren. Hier, das war übrigens ein indirekter Hinweis, Flummert hätte. Ach so, Hast du den Mund leer? Ja, schon lange. Das klingt irgendwie ganz schön gut. An die Zuhörer, wir meinen natürlich Piep! Nein? Nicht? Nee. Gut. Sei jetzt sofort gut gelaunt. Schau dir die Kasse nach hinten. So. Dein Comlink-Rappapapal. Was ist denn das für ein Wochentag und bla und wie und überhaupt? Montag. Pass auf. Das ist dann Montag, wo du dich irgendwann, was hat man gesagt, mit der Alten triffst? Ich glaube, nachmittags war es irgendwann. 15. Wusste ich natürlich, 15 Uhr. Wann rufst du an, Düse? 18 Uhr. Weil 18 Uhr, du bist gerade zu Hause. Nein, du bist schon eine halbe Stunde zu Hause. Hi. Huhu. Ich bin Reporterin, wusstest du das? Ja, natürlich. Carla Kolumna. Hä? Was? Nix. Macht nix. Kennst du nicht. Nee. Hä? Von wem redest du? Von dir. Die rasende Reporterin. Warum bist du Reporterin jetzt eigentlich geworden? Weil ich Infos geholt habe. Oh, cool. Du auch? Ja, ein paar. So. Ich muss mich ja auch mal nützlich machen. Sollen wir uns irgendwo treffen mit FIFA Ficky? Ach so. Oder nur du und ich? Keine Ahnung, ist mir eigentlich egal. Vicky hat überhaupt keine Zeit, fällt mir so gerade ein. Die hat mich nämlich zu der Tussi geschickt. Ach so. Ja, die hat mich angerufen und gesagt, sie hat heute keine Zeit. Das heißt, du kannst auch zu mir kommen, dann kann ich nämlich nebenbei die. Nähen. Die, ja, genau.
Ja, verstehe ich. Dann schwinge ich mich jetzt ins. In, soll ich was mitbringen? Brauchst du nicht. Magst du Marshmallow-Zeug hast du noch da? Ich hab alles da. Ich hab gestern eingekauft. Awesome. Das nennst du eingekauft, ja? Ja. Hast du Fanta da? Ich hab auch Fanta da für dich. Oh, danke schön, das ist voll. Ich hab einen ganzen Kasten davon. Echt? Ja, das hat nein, sorry, du hast keinen ganzen Kasten. Das für die nächsten 4 Monate, also nicht nur ein Kasten, kannst du davon ausgehen, dass Flummi bei Jojo immer Fanta da ist. Und zwar die Geschmacksrichtung, die du am liebsten trinkst. Wenn es die im Stuffer gibt. Ja, die gibt's im Stuffer. Ich sterb wirklich. Also, ihr könnt es ja jetzt ruhig zugeben, wenn Billy stirbt jetzt. Also, ihr seid viel zu nett zu mir. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Hört auf. Ich hab Angst. Ich gehe keine Keller. Komm bitte aufs Soundboard. Ich geh. Was? Ich hab Angst. Ja, klar, immer meine typischen Momente, die kommen aufs Soundboard. Und wenn natürlich. Total männlich irgendwas sag und. Dann kommt das denn vor? Das kommt nie vor, deswegen ist das nicht auf dem Soundboard. Doch, er hat heute die ganze Zeit was sehr männliches gesagt. Willst du das nochmal wiederholen? Das ging, glaube ich, los mit Oh, wie ist das schön? Nee, darf ich nicht. Das sollte er besser nicht wiederholen, ansonsten schlage ich nämlich gleich in meinen Monitor und in meinen Rechner rein und dann ist es leider aus mit dem Podcast, bis ich einen neuen Rechner habe. Zumindest für mich. Warte mal, das. Ich muss mal ganz kurz. Oh, Billy ist leider schon, ohne dass du es singen konnte, bei Jojo. Mann. Grad noch so die Kurve kratzt, Alter. Na, warte, ist es Fanta, das und Marshmallows da, was willst du denn noch? Ja. Es ist auch genug White Russians Rohmaterial für die nächsten Monate da. Na, aber awesome. Hallo. Es ist total awesome. Ich fühle mich gerade wie der Schneekönig. Ja, Jojos Tiefkühltruhe und Jojos Kühlschrank sind voll. Und der Vorratsschrank. Voll gut. Und auf dem Boden liegen noch ein paar andere Sachen, die nicht verderben können. Also vieles. Nee, glaube ich. Das ist ja im Vorratsschrank. Hier, Hase. Lass dich mal drücken. Was? Hi. Na? Na? Du bist wieder konzentriert voll da. Wenn du nähst, bist du immer so konzentriert. Es geht. Wenn ich schraube, bin ich konzentriert. Es ist so witzig. Du bräuchst eigentlich so eine Nickelbrille, so einen Nasenkneifer, weil du immer voll Probleme hast, wenn du den Faden ins Öhr einführen musst. Das ist voll witzig. Soll ich dich mal filmen, wenn du das machst? Dann siehst du das auch. Nein, das sollst du bitte nicht filmen. Ich bin sonst nicht gewöhnt, so kleine Dinge wie Fäden irgendwo einzuführen. Deswegen, Für dich ist das doch riesengroß, ey. Sie hat einführen gesagt. Ich glaube, das hat sie auch drauf abgezielt. Ja. Ich muss doch ein paar schlechte Wortspiele bringen. Gute kann ich nicht bringen, deswegen muss ich schlechte bringen. Das ist meine Aufgabe hier im Podcast. Damit Trolli war schon ein bisschen gut. Damit Trolli sich irgendwie an den Kopf fassen kann und sagen kann, So zum Beispiel wie, wir wissen, wie ihr fickt. Zum Beispiel. Ich fand den geil. Also ganz ehrlich, ich fand den auch super. Er war schon minimal grenzwertig. Ach Quatsch. Da hat er übrigens auch gesagt. Ich wollte die Session so nennen, aber ich hab's dann doch gelassen. Das wäre besser so. Wir hatten ja schon Beschwerden deswegen. Aber nee, also Jojo hier, ich soll ich Pommes machen uns in der Zwischenzeit? Du siehst so abgemagert aus. Hä? Wieso sehe ich abgemagert aus? Ich hab Hunger. Dann solltest du Pommes machen. Ja, das sage ich doch. Dann mach das doch. Darf ich Pommes machen? Seit wann fragst du mich, wenn du irgendwas machen willst? Wieso hast du dir das noch nicht abgewöhnt? Keine Ahnung. Darf ich nicht lieb sein? Doch, aber... Ich bin nervig? Alter! Nervig, Dick? Nee. Ich bin Polly und ich will dir fressen. Mach Pommes. Okay. Ich mach Pommes. Wie war's denn? Wie ist es denn gelaufen? Was hast du denn gemacht überhaupt? Ich war mit der Frau des Anwalts, der irgendwie mit dem Prozess von der Makarov zu tun hatte, habe ich mich getroffen. Aha. Weil der Anwalt irgendwie abgekratzt ist und die Frau jetzt nochmal meint, irgendwie das Unrecht, was ihr Mann und sie damals angerichtet haben, gut machen zu wollen. Egal. Okay. Ja, irgendwie waren die früher bei Humanis und bla, und seit der Macker tot ist, ist sie jetzt bei Mothers of Meta-Humans und keine Ahnung, und ist jetzt, macht jetzt, warte, Faden, Moment. Nicht niesen. So, jetzt kann ich auch wieder reden. Scheißding. Auf jeden Fall, habe ich immer noch nicht rausgefunden, was ich dir eigentlich sagen wollte. Weißt du, das ist immer so, wenn die Sätze in meinem Kopf vorbeirasen und ich sie nicht rechtzeitig anhalten kann,
Dann greife ich mal nur einzelne Worte raus und dann kommt immer nur. Weißt du? Genau, auf jeden Fall habe ich mich mit der unterhalten und ich habe einen Datenchip und da ist ganz viel Informationen zu der Makrov drauf. Und zwar habe ich auf diese Art und Weise herausgefunden, dass die damals, also die gute Frau ist mit 18 Jahren, hat sie damals ein Kind bekommen. Okay. Dann hat sie irgendwann mal, also ne, die ist dann irgendwie beim Arzt und Kinderarzt und bla und was auch immer. Also die muss sich wohl eigentlich laut der Frau ganz gut um das Blach gekümmert haben. Dass irgendein Arzt, der aber auch irgendwie mit Humanes zu tun hatte, also dieses Kind ist, ich muss von vorne anfangen. Also, dieses Kind, was sie da gekriegt hat, ist als Mensch auf die Welt gekommen. Also sprich, ganz, Trollin, ganz kurz, menschliches OT. Kind. Ja. Ganz kurz, OT, ich bin über die Geschichte im Bilde als Spieler. Ach so, ja, ich muss es ja trotzdem erzählen. Ja. Zumindest grob. Gut. Ich fasse es dann zusammen. Okay. Naja, auf jeden Fall haben sie ihr das Kind weggenommen, also der Arzt hat es ihr weggenommen, weil er der Meinung war, irgendwie sie ist ja eine Trollin und kann sich nicht drum kümmern. Auf jeden Fall wusste sie nichts davon. Kind in eine andere Familie gegeben und also auch irgendwie so eine Humanistreue, was war auch immer Familie. Mit 14 Jahren ist dieses Mädel dann doch irgendwie zum Troll geworden und dann, ja, weggelaufen. Sie zeigt Anführungsstriche. Und ja, dann haben sie sie irgendwie 3 Tage später tot aufgefunden und die Mutter weiß auf jeden Fall nichts davon, was da passiert ist. So, das ist das, was man so darüber weiß. Genau, und als man ihr aber das Kind damals weggenommen hat, da ist sie halt ein bisschen durchgedreht und mit Körperverletzung und bla, hat nur eine Geldstrafe gekriegt. Hat mich ein bisschen gewundert. Die Frau meinte, dass es daran liegen kann, dass die Gefängnisse überfüllt sind oder was auch immer da jetzt genau war, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, ob wir das rausfinden können. Ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist. Also ob sich das lohnt. Aber so viel zum Thema Makarov. Bin mir aber auch noch nicht sicher, ob ich die Geschichte ausschlachten will, ehrlich gesagt. Das hört sich ja fast schon nach Verschwörungstheorie an. Naja, Verschwörungstheorie nicht, ist halt so eine Humanes-Aktion, ne? Aber irgendwie. Naja, also ich weiß ja nicht, wenn das Ehepaar, wo das Kind bekommen hat, vielleicht das, wenn gerade wenn dann anschließend das Kind zum Troll geworden ist. Ja, die Vermutung ist, dass die es weggejagt haben oder abgestoßen haben, als sie zum Troll geworden ist oder so. Oder umgebracht. Pff, möglich, weiß ich nicht. Lässt sich aber jetzt eh nicht mehr rausfinden. Wir haben jetzt, ja, die Familie hat jetzt eine 6-jährige Tochter, wo das Mädel halt früher war. Aber das ist eigentlich auch alles. Ich meine, man kann sicherlich was damit anfangen, wenn man der das steckt oder wie auch immer, dann dreht sie wahrscheinlich ein bisschen durch und weiß ich nicht, aber ist fraglich, ich weiß nicht genau, ob ich das ausschlachten will, ehrlich gesagt. Also wenn es eine andere Möglichkeit gibt, was hast du eigentlich rausgekriegt? Oh, also ich war bei unserem Brandon Task. Also der Lazarev. Ja, ja. Und was ich rausbekommen habe, ist, dass der auf Beatles rennt. Und zwar Hot Beatles mit Abhängigkeit und hast du nicht gesehen. Also der Typ ist weg, der ist durch. Der fährt sich den richtig krassen Stoff. Okay. Und hat auch schon von seinem Dealer angedroht bekommen, dass er kräftig die Eier abgeschnitten bekommt, wenn er mit den Zahlungen in Verzug kommt. Und dem könnte man rein theoretisch, wenn der auf dem Trip ist, so ziemlich alles. Nein. Was? Nein. Was nein? Der wird, also ich meine, klar, mit dem Trip kann man was machen, aber ich habe keinen Bock, dem im Kopf rumzufuschen. Ja, du sollst dem auch nicht im Kopf rumfuschen. Sondern? Was sondern? Sondern was sonst? Was willst du sonst machen? Naja, der zahlt pro Beetle wahrscheinlich so, keine Ahnung genau, aber schon ein bisschen was. Und der wird bald noch, wenn er die Schulden hat und nur so wenig verdient, wird der bald noch ganz gehörig auf Grundeis laufen. Der braucht Kohle, ganz sicher. Hm. Und der ist halt Brandon Task. Also der Beetle zielt darauf ab, dass er sich fühlt und denkt wie Brandon Task. Okay. Nur dass die Realität halt so aussieht, dass er nicht die Kohle hat von Brandon Task, aber trotzdem so einen Nebenstil an den Tag legt. Der kommt auch nicht mal richtig runter von dem Zeug, so wie es aussieht. Also dem Typen können wir quasi, was weiß ich, 300 Öcken oder so an die Tür labern,
Und dann bekommen wir da quasi freien Eingang über den eventuell. Also ich meine, wir können es auch nur versprechen, dass wir dem das Geld geben und dann, ne? Aber was ich halt meine, im Kopf rumfuschen gibt's nicht. Was ich halt meine, wenn der auf dem Trip ist, dann fährt er trotzdem, dann brauchen wir nicht persönlich vor Ort da vorbeizugehen, sondern wir können uns eine coole Story überlegen, die wir dem an den Kopf hinlabern, sodass der uns die Türen aufmacht, zum Beispiel, wenn wir rein wollen. Dass der uns halt irgendwie den Weg ebnet, weißt du, wie ich meine? Das war jetzt halt so ein Gedanke. Und eigentlich würde ich den Typ gern eher so, nicht schocken oder irgendwas, aber halt so dermaßen einen an Karren fahren, dass der aufhört, Beatles zu sich einzuschieben. Das ist die Idee. Mhm. Nicht abficken bis nach St. Nimmerleins Tag, sondern halt, was weiß ich, Schocktherapie oder, also nicht Elektroschocktherapie oder so, aber halt, ne? Dass der den Trip dann nie wieder möchte. Weil der ist tot, der ist jetzt schon tot, das ist sicher. Wenn der Dealer ihn nicht umbringt, dann fährt der sich weiter Beatles ein und ist dann so abhängig, dass er es nicht mehr zahlen kann irgendwann. Und keine Ahnung, was das Longhorn noch aus ihm macht. Den anderen Typen, den ich gesehen habe, der das jetzt seit 3 Jahren macht, der ist auch, keine Ahnung, kurz vorm Abzwirbeln. Und gay. Sollte das wichtig sein. Okay. Ach ja, und ich habe uns Abwasserkanäle gezogen, die Pläne von den Abwasserkanälen dort, inklusive irgendwelchen Elektroleitungen. Du wirst damit mehr anfangen können. Das ist ziemlich geil. Ja, dann sonst nicht, oder was? Was? Doch? Sonst nicht. Doch? Was denn? Ich bin nebenbei am Nähen, Mensch. Ich versuche ja schon, meine Aufmerksamkeit beizuteilen. Das sollte doch bei dir kein Problem sein, du Kolibri. Ja, da ist aber nicht meine Aufmerksamkeit zweigeteilt, sondern ich. Nee, das ist. Ist das nicht Persönlichkeitsspaltung dann? Nee. Du hast doch keine Persönlichkeitsspaltung. Nee. Körperlich bin ich dann geteilt. Ach, Quatsch. Ich dachte, flirre, Frauen flirre, können. Hier, da und so weiter und so fort. Frauen können so gut multitasken, Mensch. Ich verstehe das nicht, ne? Frauen können doch so gut multitasken. Ja, aber ich piek's mir gerade in den Finger. Wieso machst du das denn? Bist du nicht Dornröschen? Weil ich nicht hingucke. Guck halt hin. Du brauchst mich nicht anzugucken, wenn ich mit dir erzähle. Oder? Okay. Stimmt doch. Gib dir mal einen körperlichen Schaden. Mir? Hier. Hat sich die Nadel. Was für eine Nadel ist denn das, bitte? Alter, das ist ein Gerät, sage ich dir. Alter, füll die Nadel hier. Die macht 3G. Mindestens. Ja. Wenn es irgendwie gefährlich wäre, hättest du es eh sächsisch aussprechen müssen, deswegen zählt es nicht. Stimmt, das ist ja keine Nördel. Nördel? Deswegen zählt es tatsächlich nicht, du hast recht. Siehst du? Aber ich hab's doch sächsisch ausgesprochen. Nee, du zählst doch aber nicht. Ah, ich zähl nicht. Na, jetzt, na, danke, super. Erst die Liebesbegründung hier im letzten Podcast und dann sowas. Naja. Sorry, was wollte ich sagen? Ja, also wir haben den Donnerstag, Freitag, Samstag-Typen, dem wir, keine Ahnung, wenn wir uns einen guten Plan überlegen, dann können wir dem sein Leben sogar vielleicht rumdrehen im positiven Sinne. Jemanden von den Drogen runterholen. Jo, und dabei uns einen Zugang legen, um in den Shop reinzukommen. Also ins Lager. Das wäre ein Angriffspunkt. Oder aber wir helfen der Makarov und geben ihr die Daten, wo sie die Töter ihres Kindes findet. Dann kommt die gar nicht hin. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Na, das ist eine recht betuchte Familie, habe ich gelesen. Die haben Kohle, da brauchst du ein gutes Sinn. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine hat. Und wenn doch, werden sie wahrscheinlich 5-mal kontrollieren und mit einer kriminellen Sinn hat die da keine Chance. Wo ein Mittel, da ein Weg. Und eine Mutter, die ihr Kind verloren hat und dann, ich weiß ja nicht. Also da würden wir garantiert mehr Schaden anrichten, denke ich mal. Also ich weiß nicht. Wenn du eine bessere Idee hast, mit den Daten irgendwas zu machen, als der das zu stecken und die dann amok läuft wieder, weiß ich auch nicht.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das überhaupt ausschlachten will. Irgendwie, also so im Notfall klar, aber irgendwie so ein bisschen. Ich Also, weiß auch nicht. was man zum Beispiel, also das kann ich mich jetzt gleich mal drum kümmern, ob man rausbekommt. Weißt du den Namen von der Familie? Klar. Hier, Dann weiß warte, man kriegst du noch. den Chip. Dankeschön. Ah ja, okay. Dann kriegen wir doch auch garantiert raus, wo das Kind beerdigt ist. Gar nicht, ob das überhaupt beerdigt wurde. Na also, wenn es eine gut betuchte Familie ist, dann will die ja Ja, nichts die am hat sich aber Hof. nicht darum gekümmert. Naja, für 14 Jahre ja wohl schon, Das oder? Kind ist doch weggelaufen. Ja, weggelaufen, aber nichtsdestotrotz ist es dann später verstorben. Also tot aufgefunden worden. Und wenn eine gute Familie, glaub mir, in dem Fall müssten wir beide ja so viel Wissen haben, dass die gute Familie ihren Ruf nicht schädigen will und dann sagt, unsere Adoptivtochter ist tot und wir kümmern uns einen Scheißdreck um sie. Keine Und, Ahnung, ne? ich weiß nicht, ob die überhaupt noch. Galt die als vermisst? Steht das irgendwo? Oder ist irgendwie, wo es. Also wusste die Familie, dass die abgekratzt ist? Hat die da was gemacht? Der Chip behandelt die Todesmeldung, die wohl dann von der Polizei an die Eltern ging. Mehr sagt er nicht. Also die Eltern wussten definitiv, die Pflegeeltern wussten definitiv, dass das Kind tot ist. Okay. Steht was in den hiesigen Nachrichten zu der Zeit? Also sprich, wenn ich Nachrichtenarchive durchforste, würde ich sowas finden? Todesanzeige. Ja. Todesanzeige gibt es nicht. Okay, aber Friedhofsarchiv oder so irgendwas? Was hast du von drei Erfolge, ne? Ja. Sie ist beerdigt auf einem Friedhof, der dem Geld der Eltern angemessen ist. Die liegen so ungefähr bei schlechterem Mittelschicht Lebensstil. Tee, heiße ich schon wieder einen am Tee? Nein, ich kann einfach nur nicht sprechen. Oh, Ach so. verdammte Scheiße. Und mir fliegt die ganze Zeit Zeug durch die Gegend, Junge! Ich sehe schon. Ja, weißt du, Jojo, wir könnten dann rein theoretisch mit den Daten zu Jerschow gehen und sagen, hör zu, wir wissen, wo deine Tochter beerdigt ist und wir wissen, wo sie untergebracht war. Also, entweder hat sie sie komplett abgeschrieben und vergessen und sagt, Scheiße, fuck, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Okay, dann haben wir nichts verloren, wenn wir im Unklaren bleiben, also wenn wir im Dunkeln bleiben, wenn wir ihr die Daten quasi stecken. Aber wir können auf der anderen Seite sagen, hör zu, wir wissen, was Sache ist, wir müssen da rein und wir haben die Daten für dich im Austausch dafür. Ist es dir das Sollen wir wert? nicht erstmal gucken, also sollen wir da nicht erstmal hin und uns das Ganze angucken und dann sehen, wo uns das überhaupt nützen kann? Denn uns wirklich reinlassen, wenn wir da vor dem Tor stehen, wird die wahrscheinlich auch nicht, egal was wir da liefern, weil sie dich damit einfach mal voll in die Bredouille bringt. Aber also ist es nicht sinnvoller, wenn wir uns erstmal alles angucken und dann einfach mal irgendwie sehen, an welcher Stelle wir überhaupt ansetzen können mit den Informationen, die wir haben? Na klar, aber ich möchte mit dir jetzt einfach nur brainstormen. Ich sage ja nicht, dass das jetzt der Plan ist, sowieso schon auf Teufel komm raus, dass wir da hier noch hinfahren und dass wir uns das angucken. Das ist, finde ich, muss, ne? Naja, also ich sag mal, es gibt halt. Also entweder, ja, wir machen es so, das geht natürlich bei ihr. Bei ihm wäre es entweder die Möglichkeit, dass wir ihn abpassen und ihm einfach mal die Kohle abziehen für seinen Dealer. Dann kriegt er definitiv die erste Warnung. Nee. Der Dealer hat ganz klar gesagt, wenn der spät dran ist mit Zahlung, schneidet er ihm die Eier ab und steckt sie ihm ins Maul. Ja, das sagen die alle. Ich zitiere das, denn du wirst dich dran erinnern, also Billy wird sich dran erinnern. Hey, ich hab dich immer im Voraus bezahlt und ich mach das jetzt hier wieder. Hier hast du deine Kohle, gib mir die Chips. Das heißt also, wenn er keine Kohle mehr hat, geht er da nicht hin? Oder schiebt er Jedenfalls nicht hat er lang? das bisher nicht gemacht. Er hat bisher wohl nichts auf Pump gekauft oder kaufen dürfen. Ja, dann würde er das vielleicht aber versuchen. Ja, sagt das ja nur. Also nichts auf Kommi gekauft, sondern immer bar bezahlt, was er schluckt, also was er sich einwirft. Okay, dann war ich aber gar nicht so weit weg mit dem, was ich eigentlich gesagt habe. Na egal. Ja, also wie gesagt, ich finde eigentlich, wir haben zweimal einen klaren, einen clean cut eigentlich, wenn wir so wollen, mit den beiden.
Moment, wie heißt er? Jerschow? War der drogenabhängig, oder? Warte mal. Nee, das ist Lazarev. Lazarev, genau. Den Lazarev und die Makarov, okay. Und beim Jerschow eigentlich kriegst du nix so raus. Und die Orlovsky, naja, die hat Unstimmigkeit mit der Makarov, aber pfff. Die arbeiten auch zusammen, donnerstags. Das heißt, wenn wir an die Makarov uns ranmachen, dann müssen wir uns mit der Orlovsky noch irgendwie... Die seit 5 Jahren dort schluckt die Scheiße, Alter. Wow. Fuck. Naja, also ich sag mal, schwierig. Wann sollen wir denn hin? Wann haben wir denn da unseren Termin, da hinzufahren? Wir haben noch keinen. Wir wollten uns am Donnerstag mit Vicky zusammensetzen, weil ich bis dahin... Nein, am Donnerstag wolltet ihr da hinfahren. Ach ja, stimmt. Wir wollten uns aber nochmal mit Vicky zusammensetzen, weil ich hoffentlich bis dahin auch die Uniform fertig habe. Guck mal, ich habe den Stoff extra auf alt gemacht. Sieht gut aus, echt. Das war eine Menge Arbeit und eine Menge Dreck. Vergilbt mit Kaffee oder was? Naja, alles Mögliche. Ich habe ihn einfach mal ein paar Mal über die Straße gezogen und dann ging's, sah es schon ganz gut aus so. Ist das hygienisch? Was denn? Ja, ich hab's doch hinterher wieder gewaschen. Ach so. Das ist hygienischer Dreck. Ja, aber ich hab's hinterher gewaschen, aber dann ist halt der Stoff schon abgewetzt und so. Ja. Okay, der Trick ist, du musst den Stoff einfach auf die Straße legen, ein bisschen was zum Beschweren drauf tun und den dann ein bisschen durch die Gegend ziehen und danach sieht das schon gut aus. Die Leute gucken zwar ein bisschen blöder, aber... Also für Jeans habe ich früher immer Schmiegelpapier benutzt. Das hätte, naja, besser als der... Naja, ja, ich aber möchte nicht ist, ich will ja noch ein paar Flecken drauf haben, die nicht mehr rausgehen, weißt du? Wir sind ja Kanalarbeiter. Stimmt. Und das Emblem hast du auch hingekriegt? Soweit bin ich noch nicht, das kommt zum Schluss. Okay. Flummi, wo du gerade davon sprichst, du musst mal bitte eine Handwerks- und Intuitionsprobe machen, aber der Mindestwurf ist 1. Für jede 2 Würfel, die du dir vorher davon abziehst, bekommt ihr einen Pluswürfel auf eure Gebräucheprobe später. Oh, warte mal. Beziehungsweise auf eure Impersonation-Probe. Muss ich mir jetzt nochmal kurz angucken hier. Du hast 7 Würfel. Das weiß ich. Achso. So, für 2 Würfel, die ich mir abziehe, kriegen wir einen Bonuswürfel oder einen Erfolg? Ein Bonuswürfel. Ein Erfolg, Junge, Junge, Junge. Der Mindestwurf ist 1 oder der Erfolgsdingsbums ist 1 oder bringt es mir überhaupt was, mehr Erfolge zu haben oder nicht? Oder wie sieht das aus? Eher nicht so. Gut, das heißt, ich kann mir getrost 2 Würfel abziehen. Ja, wenn du das Risiko brauchst, Vollrisiko. Nicht? Nee, okay, gut. Flumse würfeln ist immer cool. Oh, ich hab mit dem Patzer gerissen. Okay, schön. 2 Erfolge. Also die wenigen Male, wo man so Kanalarbeiter rumfuhrwerken sah, der war das auf jeden Fall genauso. Was heißt genauso, aber es kommt schon ziemlich gut hin. Und kannst du den Bilder besorgt aus der Matrix oder so. Den RFID, den können wir nicht faken, ne? Da ich keine Ahnung habe, wie das Ding aussieht oder wie das so gemacht ist oder was auch immer, weiß ich nicht. Du bist doch die Computer-Tussi, das ist halt doch dein Ding. Du hast ja recht, aber das ist doch eher Hardware. Hä? Den RFID-Chip? Der muss da drauf, der sendet doch was aus und da muss da eine Nummer drauf und vielleicht noch eine ID-Karte und all so ein Mist. Das kann ich doch da gar nicht drauf basteln. Ein RFID-Chip kaufen ist ja kein Ding, aber du musst ja noch was drauf basteln. Die richtigen Daten. Richtig. Und ja, die kenne ich halt nicht. Weiß halt nicht, welche Daten drauf müssen. Aber Vicky hatte ja auch gesagt, dass die Dinger meistens kaputt sind, wenn die Uniformen alt sind. Deswegen wollte ich die Uniform ja auf alt machen, damit man einfach mal sagen kann, die RFIDs sind kaputt. Huch, da ist die Scheiße schon wieder kaputt. Was ein Dreck. Richtig. Das klingt doch glaubhaft, oder? Gott, was mache ich denn mit meinen Haaren? Du kriegst sowieso irgendeine Mütze oder einen Helm oder sowas am besten. Oh ja, so eine schöne Skimaske, die ich mir hochroll. Das nee, eine Skimaske wie ein gibt's bestimmt nicht. Wie ein Beanie. Wie ist denn das? Hatten die hatten irgendwas auf dem Kopf, oder? Aber bestimmt, ja, wobei so ein Helm Helme? Bestimmt nicht. Echt, hatten die? Natürlich. Okay, dann so müssen wir uns auch Helme besorgen. Bauarbeiterhelme, ne? Die kriegt man doch einfach, oder? Ja, geschenkt. Wir werden doch irgendwelche Standardhelme haben. Ja, na, das ist klar, Bauarbeiterhelme halt, ne? Die kann man sich im Baumarkt kaufen. Einen Filter habe ich schon.
Handschuhe habe ich mir auch gekauft. Oh, Gummistiefel oder irgendwas ordentliches, ha? Ja, die sollten eher mal alt aussehen, passend zu den Sachen. Ja, man kann sich nämlich Gummistiefel nicht neu kaufen. Doch. Ein Bauarbeiter kann sich auch ruhig mal neue Gummistiefel gekauft haben, gerade gestern, oder? Es ist durchaus möglich, ja. Und so schwarze Gummistiefel gibt's doch immer mal mit den Stahlkappen vorne drin. Ich meine, die sind auch Baumarkt. Jo. Dann fahr ich doch jetzt nochmal schnell Helme und brauchst du auch Schuhwerk für das? Ja, glaube ich, ganz gut. Dann lass ich dich nämlich nähen. Nähen. Und dann fahr ich noch das Zeug holen und wir treffen uns dann wann mit Vicky? Keine Ahnung, heute bestimmt nicht mehr. Nö, ist schon ein bisschen spät, ne? Ja, naja, sie hat ja gesagt, dass sie keine Zeit hat. Das weiß ich ja nicht, ich habe mit ihr nicht mehr gesprochen. Naja, mir hat sie es halt gesagt, deswegen hat sie mich ja dahin geschickt. Gut, gut. Ne, dann machen wir das doch so, oder? Okay. Brauchst du sonst noch irgendwas? Ich habe mir Handschuhe gekauft schon mal im Vorfeld. Hast du Handschuhe? Ordentliche? Ja, Handschuhe habe ich. Okay. Gut. Also so diese typischen Handschuhe, die habe ich halt noch, weil ich... Naja, kennst mich ja. Jo. Wenn ich auf dem Schrottplatz rumwühlen gehe, dann brauche ich sowas. Den Silencer und den Smartling hast du noch nicht gekriegt, schätze ich mal, ne? Nee, so schnell geht das nicht. Ich habe ja auch noch genug anderen Kram zu tun. Nee, ich frage ihn, ob du es schon gekriegt hast, weil... Nee. Vorbereitung halt. Meinst du, das klappt, bevor wir da hingehen? Ja, den Schalldämpfer auf jeden Fall und Smartlink... Ja, Smartlink hast du ja selbst, das Smartgun-System, das kann ich dir reinbauen, das geht. Okay. Oder dranbauen, je nachdem, was willst du eigentlich jetzt? Willst du es eingebaut haben oder willst du es intern, drangebaut ja. haben? Du willst Internes, intern. Ja. Okay, gut, dann mache ich dir das. Dankeschön, das ist sehr nett. Gut. Das sollte jetzt aber auch nicht so kompliziert sein, oder? Nur das Beschaffen eventuell. Na, das Beschaffen geht eigentlich. Also es ist halt ein bisschen fricklich, weil ich halt die komplette Knarre auseinandernehmen muss. Hm. Deswegen halt. Und weil ich da halt alles einbauen muss. Aber das geht schon. Scharfe Muni haben wir für die Sau auch, ne? Naja, Vicky ist ja eher auf Gel und so. Naja, aber nicht, wenn wir... Nicht, wenn wir runtergehen in die Kanalisation. Ich rede ja nicht vom jetzt dem eigentlichen Puff. So. Ich rede ja vom in die Kanalisation gehen. Dafür will ich ja vorbereitet klar, sein. Ja, klar, hab ich genug. Gut. Yo. Wie weit seid ihr? Was meinst du? Voll abgeschmatzt. Na, was? Billy geht jetzt Sachen kaufen und Jojo näht weiter und wir sind eigentlich jetzt schon... quasi uns am überlegen, wann wir uns mit Vicky treffen, um das halt mal mit der abzuquatschen, wie das jetzt alles läuft. Ja. Gut. Ach, der war weg, der Typ, deswegen. Ja, ich war weg, ja. Mhm. Ja, das ist halt der Plan. Im Smartlink-System haben wir gerade noch drüber geredet, beziehungsweise Smartgun-System, Silencer und bis Samstag halt, ne? Munition. Ja, so, Muni also, nicht bis Samstag, aber der Rest, ja. Jo, das heißt, vor Samstag steigt eh nichts. Dubi, sind wir da d'accord? Ja. Geflumse. Also ja, Jojo. Gut. Dann haben wir bis Samstag jetzt quasi Off-Time, bis auf die Sachen, auf natürlich die Jojo machen muss mit ihrem Nähen. Ich weiß nicht, Jojo, denkst du, ich soll noch irgendwas hinterhergehen? Irgendwas, was du denkst, ich sollte mich drum kümmern? Na, ich überlege gerade. Na, das ist aber auch schwierig. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir rauskriegen würden, wie so ein RFID aussieht, aber ich glaube, da haben wir kaum eine Chance. Also bitte nicht irgendwo jetzt großartig anfangen, in irgendwelche Server einzuhacken oder sowas. Das ist irgendwie ungeil. Aber ich habe eine Idee. Pass mal auf, was denkst du denn, wenn ich sag's? Nee, erzähl erstmal zu Ende, weil ich hab meinen Gedanken noch nicht zu Ende geführt. Also solche Bauarbeiter, die gehen ja öfters mal einen trinken nach Feierabend. Und die haben ja eine Zentrale, die jetzt wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt in dem Gebiet liegt. Das heißt, wenn man sich an der Zentrale irgendwo die Kneipe sucht, wo die immer hingehen, wo die immer sitzen, dann würde ich ja rein theoretisch mal Zugriff auf so eine RFID bekommen.
Ich überlege gerade, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nur blöderweise im Spikes-Gebiet. Was ist im Spikes-Gebiet? Na, das sind so viele, na, Stellen, wo viele Rabotnik-Mitarbeiter sind, und ich meine, ich sag mal gerade bestimmte Handwerker sind oder bestimmte hier Wartungsgedönse und so weiter, die sind nicht die hochbezahltesten Jobs. Deswegen kann es gut sein, dass das halt so deren Wohngebiet wäre. Ha, ich frage einfach mal Stevan. Der wird das doch wissen, der wohnt doch da. Ach, meinst du? Bestimmt. Also der Bruder von ihm wohnte doch da oben, der wird das doch wissen. Ja. Schreib mir mal eine Nachricht. Inhalt? Ja, eigentlich würde sie ihm jetzt schreiben, hey, wie geht's dir? Hast du Zeit? Können wir reden? Ich spiele keine Spielercharaktere, das wie du sicherlich doch weißt. Dementsprechend hat er leider wir uns keine Zeit. Auch treffen, weil sie muss sowieso nochmal mit ihm reden. Ach, das Ding. Das auch. Ja, das ergibt sogar deutlich Sinn. Ja, ihr könnt euch treffen, ist überhaupt kein Problem. Es gibt noch mehr Orte, wo viele Rabotnik-Leute leben. Das ist das, was er dir dann mitteilen wird, übrigens. Ja. Das, und auch mit solchen auch Jobs. Klar. Genau. Und da könnt ihr einfach sagen, wo du guckst und dann, ne? Ja, sie weiß auch teilweise, wo sie gucken kann, aber wenn er bei sich was mitkriegt, wäre es halt geil, wenn sie es wüsste. Na, das Gangzeug, ja, klar. Aber, ja, nicht nur. Aber die RFIDs kann ja nicht einfach auslesen. Nicht? Stellst ich dachte, der? Jedes Kommen kann RFID-Chips auslesen. Nicht jeden RFID-Chip. Ah, scheiße. Beziehungsweise können die auch einfach verschlüsselte Signale und Dateien draufleisen, ne? Na okay, also es ging eher darum, wenn er solche Typen kennt, sodass man die vielleicht mal abpassen könnte, damit Billy versuchen kann, den auszulesen, aber... Okay, dann wird er dir noch berichten. Wenn, weißt du ihn soweit ein? Nee, nehme ich nicht an. Nee. Gut. Er wird dir mitteilen, dass die meisten Rfids bei solchen Sachen, wo die irgendwo hin müssen, auch zum Teil, also die Handwerker und Straßenarbeiter und was weiß ich, wo ein beschränkter Zugang ist, dass da die RFIDs je nach Auftrag mit Dateien geladen werden, die sie dann aussenden. Also zum Beispiel, also auch wenn man so Arbeiter in ein A-Gebiet fahren, dass sie dann quasi für da eine Genehmigung haben mit dem Arbeitsauftrag und so weiter, und so wird es auch da unten laufen. Und das kann halt, wenn da halt das Kanalarbeiten sind, dann ist da drauf hier Kanalarbeiten, von dann bis dann Rabotding abgesegnet, das ist der Typ und hier hast du einen Verweis draus hin. Und dann fährt er zurück und dann wird das Ding erstmal gelöscht. Okay, Mist. Sinn haben wir unser Problem. Nicht nur, da gibt es immer Auftragsnummern, die gegengecheckt werden können und so. Und das ist halt relativ variabel, das System. Das sind keine statischen Rifts. Gut, das teilt sie, also sie bedankt sich jetzt erstmal wegen dem anderen Kram und das teilt sie aber auch Billy erstmal mit. So, also so viel dazu. Also gibt es kein Netz im doppelten Boden für uns eigentlich. Wir können es nicht wasserdicht machen. Nee, wir können es nicht wasserdicht machen. Weißt du, was uns noch fehlt? Du wolltest doch noch ins Zwergenghetto mit Zappels. Ich war da, aber es ist. Ich habe nicht wirklich was rausbekommen. Ach, das war ja eh wegen der Makarov, oder? Ja, genau, es war wegen der Makarov, aber da ist auch nicht wirklich was gewesen. Also, das war absolut unspannend. Ich habe mir eine ganze Weile die Beine im Bauch gestanden und das war's. Okay. Das heißt im Endeffekt, mit den RFIDs können wir gar nichts anstellen, also da machen wir gar nichts. Das heißt, wir gehen einfach nur auf gut Deutsch da rein, gut Russisch, und hoffen, dass nichts passiert. Naja, ist das nicht immer so? Naja, weißt du, das Problem ist, dass wir, wenn wir dann manchmal in Bredouille kommen, dann relativ schnell am Abzug sind. Und Vicky hatte ja gesagt... Doch. Vicky hat ja gesagt, kein Abzug diesmal. Und das, denke ich, sollten wir auch so halten, soweit wir jedenfalls können. Ne? Ich will ja dir jetzt keinen Papst hier vorlabern, ne? Aber ich weiß nicht, nur zum Bedenken geben. Ich hatte nicht vor, da wen abzuknallen oder so. Ja, ich auch nicht, aber weißt du, wie es manchmal kommt. Ich denke, in dem Gebiet sollten wir uns echt lieber auf Sachen verlassen. Mein Novosibirsk-Dialekt kommt heute wieder sehr stark raus. Gut gerettet.
Wir sollten uns, keine Ahnung, ich mal nochmal in uns gehen und überlegen, was wir machen können, im Falle, dass irgendwas gen Süden läuft. Möglichst schnell ins Auto und abhauen? Ja, das Problem ist, weißt du, in der Zeit, in der wir leben, da haben leider auch die Leute, die Probleme machen, oft auch Autos. Und Drohnen, meinst du? Oh, auch das, ja. Und gerade in dem Gebiet doch, ne? Ja. Das ist so lästig, dass die einem dann hinterherfahren, wenn man wegfährt. Na, zum einen haben wir immer noch den Vorteil, dass wir die Pläne der Kanalisation haben, im Gegensatz zu den Bullen. Ja, aber ich denke, die haben da drauf Zugriff, wenn die wollen. Das kann sein. Aber ich meine, klar, die Kanalisation ist nicht ungefährlich und so, aber da haben wir zumindest eine Chance. So, das ist das eine. Das zweite, hundertprozentige Sicherheit kriegen wir nicht. Klar, gibt es nicht. Das, was wir können, solange wir da mit diesen Wartungsgedönse beschäftigt sind, haben wir überhaupt keine andere Möglichkeit, als uns darauf zu verlassen. Ich meine, wir können natürlich irgendwie ein bisschen Kladderadatsch mitnehmen, das halt erstmal ablenkt, aber sie davon abhalten, uns zu verfolgen oder irgendwas anderes, wenn wirklich mal irgendwas schief läuft, das können wir nicht. Nicht da. Wenn wir da reingehen, können wir halt versuchen, uns bei der ganzen Beobachtungsaktion quasi einen doppelten Boden zu schaffen oder irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, indem wir Strom, Wasserleitung, irgendwas anderes quasi da irgendwas installieren, was uns die Möglichkeit gibt, das im richtigen Moment zu kappen, so dass zumindest irgendwie irgendwelche Systeme ausfallen oder genug Verwirrung herrscht, dass wir abhauen können. Kannst du kleine Schneidladungen bauen? Und vielleicht auch Kabeln, das müssen wir eigentlich hinbekommen, denke ich. Es geht ja wirklich schon, dass du es von Sprengstoff redet, ne? Ja. Ja, aber so ein bisschen was mit Zündern und dem ganzen Quatsch hat sie ja auch zu tun. Und da reicht ja relativ wenig. Da braucht sie ja nicht viel. Das Komplizierte ist der Mechanismus mit der Schneidung. Es kommt drauf an, was ihr schneiden wollt, ne? Ja, Stromkabel zum Beispiel. Ja, theoretisch würde da eine Magnesiumfackel reichen, die richtig. Also bei so einem Stromkabel, ja, na klar, das ist easy. Überhaupt kein Ding. Ich weiß auch nicht, ob ihr zufällig auf die Idee kommt, na, dann bringen wir eine kleine Schneidladung an und brechen einfach den Boden vom Lagerhaus raus. Und ja, nee, traue ich euch zu. Nein. Das war jetzt wirklich ein bisschen sehr weit hergeholt, liebster Meister. So, also, nee. Nee, also ich denke, was wir halt, ich müsste mir mal vorher angucken, was das überhaupt für Leitung ist. Ein bisschen kenne ich mich aus, muss mal sehen. Ich muss noch mal. Die Pläne doch. Ja, aber da steht ja nicht genau drauf, was das für Leitungen sind oder wie die beschaffen sind. Doch, alles ach, drin. Wunderbar, dann kann ich ja. Siehst du, dann gucke ich mir das Ganze nochmal an und dann überlege ich mir einfach mal, welche Möglichkeiten ich so habe, da ein bisschen mit zu spielen. Magnesiumfackeln ist echt eine gute Möglichkeit. Hör mal. Ja, was Notiz denn? An dich selbst, bevor du wieder in abdriftest mit dir selbst und so. Wir haben auch noch die Bömpchen von Machina, die sollten ja, definitiv. Ja, die habe ich schon als Ablenkungsmanöver, falls irgendwie gut. Was oben schief geht, eingeplant. Gut. Das war, meinte ich mit, wir haben ja noch was vielleicht zumindest kurzfristig Ablenkung schafft, damit wir abzünden können. Nee, die habe ich schon voll eingeplant. Mir geht es jetzt gerade erstmal um die Leitung, damit wir uns vielleicht eine. Da steht doch dann auf den Plänen, steht doch dann bestimmt auch. Warte, lass mich die Pläne nochmal sehen. Ganz kurz, Spielleiter, ich möchte mir, wenn ich nachher shoppen gehe für die Gummistiefel, möchte ich mir auch noch so ein kleines CS-Gas, aber Pfeffergas, Pfefferspray. Punkt. Danke. Schreibst es dir auf, hast es gekauft. Mach ich Pfefferspray. Ja, genau, Pfefferspray. Dankeschön. Du kannst das so viel besser. Jetzt, Jojo, tut mir leid, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Nicht schlimm, ich auch. Ich überlege gerade, was ich noch alles basteln kann und wo. Und vor allen Dingen, ist an den Plänen ersichtlich, ob es da Strom, / Gas, oh Gott, Gasleitung, oh Gott, mächtiger Badaboom. Strom, / Gas, was denn? Wo war das gleich wieder? Mächtiger Badaboom. Entschuldigung. Ich weiß es auch nicht mehr. Das fünfte Element. Ah ja, genau. Ja. Dass ich mal was weiß und ihr nicht, und obwohl es das alte ist. Yes, yes. So alt ist das nicht. Ich schreibe mir ein Karma auf. Ja, darfst du. Ich erlaub's dir. Genau, / Wasserleitungen, die
nur, und ich betone, nur zu dem Gebäude gehen, das, also nur zu dem Lagerhaus gehen. Trennen die sich da irgendwann ab? Kennen wir die Stelle, die sich abtrennt? Kann man da gegebenenfalls was machen? Bei Sinuf. Also, ja. Also die trennen sich natürlich schon ab. Ich habe gerade mal gebraucht einen Coast-Catch-Link. Ich weiß es ach, nicht. Hast du es die kompletten ich Pläne. Muss jetzt nicht den kompletten Plan da. Nee, das musste nicht, aber es ist ein bisschen sinnig. So ein ganz kleines bisschen. Sonst stehen nämlich wieder irgendwelche Gänger an der Ecke und gehen raus und dann doch nicht und alle sind verwirrt und dann, weißt du? Also bei Seuf meiner. Wasser die Straße, da geht die fette Leitung, da gehen viele fette Leitungen lang. So, und ja. Dann ist von der Straße abzuwägen natürlich Abwasser und zu Wasser und Strom und Gedöns. Und Gas. Und pass auf, die ehemalige Wi-Fi-Leitung ist da. Es gibt leider kein Gas. Was es aber gibt. Wi-Fi-Leitung? Ja, schön, dass es dir aufgefallen ist. Oh, danke. Mir ja leider vorhin nicht so. Also, es gibt da kein Gas hinführend, aber es gibt da sehr wohl einen großen Gasbehälter, weil das nämlich CO2-Löscher sind für den Notfall dort. Ja gut, CO2, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Da kann ich nur die Teufelsratten ersticken, die unten in der Kanalisation sind. Nicht in der Kanalisation. Sowohl im Lagerhaus als auch im Fertigungsgebäude sind riesige, was heißt riesige, aber CO2-Löschwerkzeuge, die auf jeden Fall reichen, um Feuer zu löschen. Das ist das Gas, was du dort hast. Ja, da könnte ich jetzt alle mit ersticken. Nein, CO2 unter Druck stehend, oder? Ja. Das heißt, wenn man da eine Leitung öffnet, dann macht das Ding nicht nur mächtiger Badabum, aber auch kalt. Es wieso macht das mächtiger Badabum? Das explodiert ja nicht. CO2 erstickt. Also, Jojo, Industriemechaniker hast du wie viel? Auf 4. Also mit dem CO2 und den Leitungen und dem ganzen Shit, das ist dann, wird dann auch hermetisch abgeriegelt im Brand, wie sie es gehört, einigermaßen hermetisch. Ist auf jeden Fall so gedacht, dass jegliches Feuer im Keim erstickt wird und die Menschen auch. Dachte ich mir. Hm. Vielleicht sind sie schnell genug an irgendwelchen möglicherweise vorhandenen Atemgeräten, aber es ist nicht hundertprozentig so gedacht. Und ich will eigentlich auch nicht die komplette Lagerhausbelegschaft ersticken. Ich sag das nur, wie es ist. Aber sonst Gas kriegen die nicht. Mhm. Achso, kein Notstromaggregat. Weißt du, das wirst du ja sicherlich auch wissen. Hervorragend. Okay, aber man sieht, ist die Stelle denn zugänglich, wo deren Stromleitungen zu hingehen, Dingsbums? Ja. Also, sehr gut. Du musst ein Schloss knacken dort unten, aber ja. Okay. Okay. Das ist praktisch, dann können wir da wenigstens schon Herz, sehr schön. Dann wird sie sich noch ein paar Stellen suchen, die strategisch einigermaßen günstig sind, sodass man A, diese Sachen relativ gut erreichen kann, die B, auch so aussehen, als würde man, ne, also auch glaubwürdige Stellen sind, um Wartungsarbeiten oder Inspektionsarbeiten durchzuführen. Gerade wenn da irgendwelche Verteilerkästen oder Verteilerstellen sind oder sowas, die muss man ja immer mal überprüfen. Sagte sie, ohne überhaupt irgendeine Ahnung von sowas zu haben. Aber sagte sie zu jemandem, der auch keine Ahnung hat, was vollkommen in Ordnung ist. Okay. Sehr schön. Und dann, müssen wir mal sehen. Ja genau, also diese Stellen, da wird sie sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen drauf vorbereiten, damit sie halt auch sieht, guckt, bla, was da überhaupt gemacht werden muss, damit sie jemandem, der sie ihr blöde Fragen stellt, um ihr Fangfragen zu stellen, wenigstens so lange einen Ast an der Backe, an die Backe labern kann oder ablabern kann, wie auch immer, bis er genervt weggeht. Gut. Das klingt auf jeden Fall nach einer Jojo-Aktion. Ich habe nur zugehört von wegen genervt weggeht, alles klar. Ich hasse dich. Ich habe schon für dich gewürfelt, das sieht sehr gut aus. Es erschließt sich dir alles, du wüsstest, wo die Knackstellen sind, die Knackpunkte, das ist ja nicht hundertprozentig damit hier, so groß angelegte Industriemechanik, ne? Aber du weißt Bescheid wo, du weißt Bescheid was und zumindest jeden Bullen, der immer Bulle war, kriegst du damit totgelabert. Und glaubhaft totgelabert. Sehr gut. Plus, eine Stelle möchte ich gerne noch, bei der ich gegebenenfalls da wo ich da mehrere treffen kann, falls irgendwie alles schief geht und ich so viel Verwirrung stiften muss, dass nicht nur das eine Lagerhaus gefickt ist, sondern vielleicht sogar ein paar mehr Firmen da in der Ecke. Welche sind die da halt drumherum?
Also welche, die, wo es sich lohnt, da vielleicht auch mal irgendwelchen Schaden anzurichten, zum Beispiel. Die, wo sie es wirklich. Ah, das, da, das ist das Lohnenswerte. Ich verstehe. Komm, also ins Beispiel. Geschäft. Ja, so Rabutnik wird da auch was haben. Das wird nicht direkter Nachbar sein, aber nah genug. Auf jeden Fall auch so, dass man halt nicht genau weiß, ah, es sind also vier Dinger und eins davon ist in der Mitte, oh, welches könnte das sein und so weiter. Nee, es sind schon so ein bisschen verteilt, einigermaßen verteilt im Gebiet, 200 Kilometer, 200 Meter Umkreis, so kleine Sachen, wo man halt dann mal ordentlich eskalieren kann. Plus an manchen Stellen Straßenbeleuchtung halt kannst du noch mitzerlegen, wenn du so Bock hast. Die richtig Schön. wichtigen Sachen, die haben ja da zum Teil A, wichtige Lagerhäuser und B, wichtige Teilfertigungs-Endketten-Dingens-Penis. Ja, das ist nix, aber das ist ja klar. Nee, ach, ich möchte mich jetzt auch nicht so unbeliebt machen, dass, wenn das kleinere Sachen sind, reicht das. Ich möchte jetzt nicht anfangen, die Großproduktion von Gott weiß was irgendwie am Arsch zu kriegen, Nahrungsmittel für sonst. arme, unterprivilegierte Trolle. Und Jojo schlägt zu. Nee. Ich möchte dann auch nicht irgendwie hinterher, keine Ahnung, Seda Krupp am Arsch haben, damit die mich aus der Stadt jagen oder so. Und deswegen haben wir hier keinen Sedakrupp. Seitdem die Meinst du, Jojo damit du beim nicht in Humanis Versuchung Club kommst? ist? Leider habe ich jetzt keinen von euch verstanden. Oh, Huch, wie kommt das nur? Düst, sag du doch nochmal. Jojo ist ja Nö. wichtig. Sag Jojo. Nee, passt. Ich weiß ungefähr, worauf du hinaus willst. Das geht schon. Die wirklich, wirklich wichtigen Sachen, wo richtig dicke Leute dahinter stehen, die dir richtig fett dann einen einfahren wollen, wenn du Scheiße baust, an die kommst du gar nicht ran. Von Das dort ist sehr aus. sympathisch. Sehr Und gut. Rabutnik ist natürlich Prioritätsziel, das ist auch klar. Ach, ein bisschen. Ach, weißt du, wer dort unten einen Teil von einer einigermaßen wichtigen Kühlkette hat? Subjeda? Maslenitsa. Ordentlich Familienstreitigkeiten nach außen tragen, ha? Ach, war das gut. Ja, gut. Dann, wie gesagt, sie bereitet sich vor und versucht sich das einzuprägen. Unter anderem. Naja, du hast die Pläne, also kannst du sie auch markieren. Ja, aber sie möchte sich das trotzdem einprägen, falls irgendwas schief geht. Okay. Damit sie weiß, wo sie langlaufen kann und so. Okay. Zum Beispiel auch in der Kanalisation. Weil wenn sie da nämlich zwei oder drei Sachen installieren möchte, dann muss sie sich auskennen. Gut. Und da unten habt ihr ja auch vermutlich relativ schlecht Wi-Fi. Nein. Dafür kann man sich das ja auch auf den Datenchip und aufs Comlink ziehen. Darum geht's ja nicht. Nee. Ja gut, aber das ist klar, in der Kanalisation ist Wi-Fi-Abdeckung einfach mal scheiße. Tja, Kann Dös, ich hättest mir mir mal die Wi-Fi-Leitung zugestanden und mich nicht berichtigt. nicht Spiegel mitnehmen und die in die Kanalisation, damit ich die Wi-Fi-Strahlung mit dem Spiegel weiterleite? Geht es nicht, ne? Geht nicht, ne? Ja, du kannst oben in Comlink liegen lassen und hoffen, dass die Sendeleistung vom Comlink gut genug ist, um dich da unten noch entsprechend abzudecken. Aber selbst das ist nicht so geil, weil es halt nur ein Gerät ist. Und nicht die geile Matrix, weißt du, das Außerdem ist wird doch wie. der Beton schluckt doch den ganzen Scheiß. Ja. Sonst müsste das doch von außen auch durchkommen. Naja, nee, wenn du. Ich meine, ne? Du verstehst, was ich meine. Relay. Ja. Ein Relay-Comlink. Genau. Aber Ich selbst das ist verstehe. halt nicht dasselbe, weißt du? Ist wie durch einen Strohhalm atmen, wenn man unter Wasser ist. So einfach kann man das beschreiben. Genau. Ja, supi. Ich glaube, ich möchte da nicht lange bleiben. Das werde ich aber wahrscheinlich erst rausbekommen, wenn wir dort sind. Jetzt hast du mir die ganze Vorfreude genommen. Warum, dass die Wi-Fi-Abdeckung da nicht gut ist, wird Billy wissen. Du musst dir aber darüber doch manchmal im Klaren sein, dass Billy etwas blümerant an der Sache herangeht. Das ist richtig. Wie oft warst du denn schon im Abwasserkanal? Wie, weißt du Im da über die Abwasserkanal Gegebenheiten nicht, Bescheid, aber ha? zum Beispiel in Kellern der Universität, in Ich wusste, dass Kellern die meiner Keller in der Schule, Universität, in der in. du warst, auf jeden Fall genauso sind wie das letzte Kanalisationsloch. Ich wusste es Na, auf jeden Fall waren komische Leitungen von Gas und Strom an der Decke und die Wände bestanden aus Beton.
Der Boden auch. Das Einzige, was fehlt, ist die Scheiße, die mir um die Füße schwabbert. Aber der Rest sah eigentlich genauso aus. Flummi. Flummi. Ja. Du gehst jetzt aber davon aus, dass Billy in so einem Etablissement jemals überhaupt war. Das ist aber nicht der Fall bei ihr. Das einzige Mal war erste Folge, erste Session. Hä? Wo sie so ähnlich in so einem Gebiet war, weißt du? Ach so, schwabberte ja, die richtig. Scheiße von Stefanie am Klo rum. Das war schon schlimm genug. Ja. Also wie gesagt, es wird nochmal Freude, denke ich, mit aufkommen, wenn... egal. Ja, gut. Dann Vicky anrufen. Rufst du Vicky an? Ich habe sie erst angerufen, die Tage. Ruf du sie an. Jojo ruft Vicky an. Ich bin dafür, das ganz stark abzukürzen. Ja. Trefft euch. Ihr besprecht alles, was es so gibt. Bei ihr gibt's nichts Neues, weil sie den Kopf unter einer Karre haben musste, die total im Arsch war. Sie müssen übrigens alle, wir müssen alle die Uniformen anprobieren. Natürlich. Die passen. Kneift etwas im Schritt bei mir. Was? Du hast schon eine extra Aussparung. Da hast du nicht dran gedacht zuerst. Stimmt. Aber ich kann's noch umnähen. Juhu! Es wird noch extra etwas Hodenplatz für Billy gelassen, auf dass die Drogen sich frei entfalten können. Es ist eher der Penisplatz, der Probleme macht. Ja, na klar. Das kann Zwinker, ich mir nicht vorstellen. Zwinker. 9 Inch, Baby. Ich dachte, sie hat eine Hormonbehandlung gekriegt. Da ist weder... Ist Hormone? Nicht mehr so viel. Hormone, die dort nicht wirken. Die wirken überall. Nein. Nein, nicht. Hormone wirken überall, nur nicht im Penis, Flummi. Richtig. Niemals. Ach so. Der Penis nur die guten. Ist unantastbar. Nur die guten Hormone wirken. Genau. Also jetzt, klar. Gute Hormone, Penis. So, nee, ja, ihr quatscht deswegen... ihr schmatzt das ab, also ihr sprecht euch ab. Flummi ist vorbereitet, Billy ist vorbereitet, ein gar unschickliches Kostüm zu tragen und Padauts. Jojo hat dieses Kostüm an und eigentlich ärgert sie eher das Logo, aber ansonsten guckt sie Billy an. Gott, ich muss unbedingt mal wieder meine alte Latzhose rausholen. Die Dinger sind ja so Flummi, ungemütlich. Das musst du gleich nochmal wiederholen, weil wir jetzt gerade den Schnitt machen, okay? Oh. Kannst du es gleich nochmal sagen? Nee, jetzt nicht. Mensch, was unterbrichst du sie auch laufend? Huh, Booyaka Base! Yay! Schon wieder rum. 1 Stunde, 22 Minuten, dumm Geschwalz, wieder mal. Dann bald jetzt erfolgreich auf YouTube hochgeladen und im Endeffekt die Umwelt verpestet, also die Internetumwelt verpestet, wo ja eigentlich Spieli was dagegen haben müsste, aber trotzdem ihr Spieler liebt das. Yo! Session 15 rum, schon, ey, Mensch! Episode 3 kommt doch tatsächlich dem Ende zu. Ich möchte mich aber gar nicht auf das Ende beschränken, denn im Endeffekt kommt ja der größere Teil vom Run erst noch. Wir werden mal sehen, wie schnell das geht. Die nächste Session 16 ist schon im Schneiden. Ich kann nur so viel sagen, dass es sehr lustig wird. Dem Spielleiter großes Lob an dieser Stelle. Und mal nicht für die Common Creative License, sondern ich möchte wirklich mal sagen, dass die Stelle, die kommen wird in der 16... Die hat mir so ganz, hatte ich Mitgefühl. Also hatte ich so richtig, werdet ihr sehen. Werdet ihr noch hören, nicht sehen, denn bei uns gibt's ja nur unser tolles Bild zu sehen. Yo, was möchte ich denn an dieser Stelle immer sagen? Das ist doch eigentlich ganz klar. Und da ich schon an dieser Stelle benutzt habe, sage ich ganz schnell, was jetzt kommt. Wie immer, die Common Creative License, unter der nämlich die White Russians laufen. Das ist die Common Attribution 3.0 offiziell. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke ausschneiden, ihr dürft die gerne wiederverwenden, ihr dürft auch gerne eine soziologische Studie anstellen oder so irgendwas in die Richtung und das euren Studenten vorspielen, damit die wissen, wie kranke Leute es doch da draußen gibt im Internet. Wobei, ich glaube, da gibt's noch Schlimmere als uns. Aber nicht vergessen, ihr müsst dann ein Label anhängen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die TOPS Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika hält die Rechte an Shadowrun, das heißt, die White Russians erheben natürlich keinerlei Ansprüche daran. Des Weiteren ist der Pegasus Verlag in Deutschland für das Vertreten der Rechte von TOPS zuständig. Das heißt, ihr könnt euch Bücher von denen bestellen und kaufen.
Und was weiß ich nicht alles. Ach, by the way, wir arbeiten nicht für Pegasus. Also wir möchten uns auch von Pegasus distanzieren, so damit ihr Name, also der Pegasus-Name, nicht verunglimpft wird natürlich. Ne? Möchte ich auch mal anmerken, ganz klar. Des Weiteren ist es natürlich so, dass die Intro- und Outro-Music wie immer bei den White Russians von den Kremlkrauts kommt. Das heißt, Grüße an die lieben Kremlkrauts, genau zu sein, Ivan Ivanovic und die Kremlkrauts. Ihr findet die guten auf Soundcloud oder wenn ihr in Google eintippt, Ivan Ivanovic und die Kremlkrauts. Außerdem, wenn ihr das Video gerade hört, habt ihr hoffentlich auf YouTube die Beschreibung gesehen. Das heißt, ihr könnt auch direkt in der Beschreibung vom YouTube-Video schauen. Da steht alles drin über die Kremlkrauts. Könnt ihr euch Sachen runterladen. So, und da wir ja auch immer wieder Leute grüßen, möchte ich auch hier da mal ganz klar Hallo sagen an Malashim. Ich hoffe, ich spreche den Namen neu aus. Der ist jetzt quasi bei uns sehr aktiv geworden auf der Page. Der wird wahrscheinlich, weil er gerade die Folge aufholt, das alles erst später hören. Ich hoffe jedenfalls, dass es ein R ist. Wenn es kein R ist, tut es mir jetzt schon leid, aber ich habe jetzt gedacht, Malashim ist ein R. Lange Rede, kurzer Sinn. Trollstrolsch und Snowcat, auch an euch wieder mal Grüße. Hört euch auch mal die neueste Episode der Plüschgranate-Jungs an. Die haben nämlich auch wieder was rausgebracht. Ich glaube, die waren jetzt am Ende ihrer letzten Session oder so irgendwas. Also die fangen jetzt auch bald mit der vierten an, denke ich doch. Macht auch immer ganz viel Spaß, sich die anzuhören. Gebt einen Daumen hoch auf YouTube denen und schreibt denen mal was auf Victory Roads. Das ist nämlich deren Page. Die machen noch mehr als nur Shadowrun. Nicht so wie wir. Wir sind ja faul. Wir machen ja nur Shadowrun. Gut, Hidden Grid hat schon lange nichts mehr rausgebracht, leider Gottes. Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich auch immer mal die Sachen runterladen, ist natürlich allerdings in Englisch. Nichtsdestotrotz sehr, sehr geil. Hidden Grid für mich immer noch eins der geilsten amerikanischsprachigen Shadowrun-Podcasts, die es gibt. Ich glaube, es ist auch der einzige. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, genug gelabert. Ich, wie gesagt, grüße auch den Rest von all unseren Zuhörern. Ich winke hier jetzt gerade vor meinem PC, winke euch allen zu und sage danke fürs Hören, danke auch für die Leute, die uns Daumen hoch oder Daumen runter geben, ist scheißegal. Jeglicher Feedback ist gern gesehen, natürlich noch lieber bei uns auf der WordPress-Seite. Ihr findet ebenfalls diesen Link unten in der Beschreibung dieses Videos. Schreibt uns doch gerne mal Comments, wir freuen uns da drauf. Auch auf Facebook sind wir zu finden. Trolli, der, also unser Trolli, unsere Trollballerina, der kümmert sich darum, dass die Seite immer schön gepflegt wird. Und damit hat sich dann 1 Stunde 27 Minuten gerade überschritten. Das heißt, wir haben unser Soll erfüllt für diese Woche, nämlich diese Folge sollte jetzt Sonntag rausgekommen sein. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss, kau euch kein Ohr mehr ab, wünsche euch alles Liebe und Gute, freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr tut das auch, ne? Und wir hören uns dann wieder mal bei der nächsten Session der White Russians. Tschüss!